Die sächsische Polizei hat heute neue Fahrzeuge erhalten. Innenminister Markus Ulbich übergab sie auf dem Zwickauer Hauptmarkt am Mittag offiziell an die Beamten. Von außen erkennt man nicht, was diese neuen Fahrzeuge wirklich können. Die neongelben Warnstreifen sind vielleicht das Auffälligste. Zumindest auf den ersten Blick. Die wahre Neuerung ist unsichtbar. Man könnte sagen, es sind mittlerweile rollende Computer. Das heißt, wir haben einen PC an Bord, mit dem wir die Blaulichtanlage genauso steuern können wie Durchsagen über die Lautsprecher, aber auch Einsatzbefehle der Führungs- und Lagezentrale entgegennehmen können, die dann zum Beispiel automatisch umgesetzt werden in den günstigsten Weg mit Hilfe des Navigationssystems. Das heißt, wir verkürzen unsere Einsatzzeiten, wir sind damit hochmodern. Und das Ganze ist werkseitig eingebaut, das ist auch immer gut. Dann sind alle Fahrzeugkomponenten aufeinander abgestimmt. Rund 30 dieser neuen Fahrzeuge wurden heute auf dem Hauptmarkt präsentiert. Insgesamt bekommt die sächsische Polizei 100 davon, die künftig im gesamten Freistaat im Einsatz sein werden.